Hallo Freunde der Sonne, heute kommt mein lang angekündigtes Video und zwar das Video zum Lesemonat März. Ja, ihr habt richtig gehört, Lesemonat März, wir haben jetzt schon Ende April, das heißt ich bin viel zu spät dran. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel, ich kam aber tatsächlich nicht wirklich zum Filmen in letzter Zeit. Ich muss auch sagen, dass für den Monat April wahrscheinlich kein Lesemonat online kommen wird, weil ich kaum was gelesen habe, ich kam tatsächlich nicht dazu. Das lag überwiegend an den schönen Tagen. Ich war die meiste Zeit draußen oder hatte andere Sachen vor und ja, letztendlich denke ich mir dann, man muss ja auch kein schlechtes Gewissen deswegen haben. Man sollte lesen, wann es einem passt, wann es einem gefällt und wenn es halt nicht in den Alltag passt oder wenn man halt momentan einfach nicht so die Lust dazu hat, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Man sollte sich ja nicht dazu zwingen müssen. Ich werde zu den einzelnen Büchern gar nicht so viel sagen. Ich habe insgesamt 5 Stück gelesen und zu 3 davon habe ich schon genug erzählt. Da werde ich dann auch die Videos dazu unten verlinken, weil da gibt es auch so, ja, einmal diese Reihenrezension dazu und einmal dann noch eine Rezension zu einem einzelnen Buch bzw. den Serienbuchvergleich. Deswegen werde ich da jetzt gar nicht großartig darauf eingehen. Da habe ich eigentlich schon alles in den Videos erzählt. Ja, ich habe ja meine Leseliste für den Monat März auch abgedreht. Die habt ihr ja vielleicht gesehen. Und ich habe, glaube ich, schon in dem einen oder anderen Video angekündigt, dass ich die überhaupt nicht eingehalten habe. Ich habe eigentlich komplett andere Bücher gelesen. Obwohl, das stimmt nicht ganz. Also ich habe 3 der, glaube ich, 7 Bücher gelesen, die ich vorgestellt habe. Und dann habe ich noch 2 andere gelesen. Also insgesamt waren es 5 Stück, die ich nicht erwähnt hatte. Das hat sich einfach so ergeben. Ich habe ja auch gesagt, ich möchte eigentlich weiterhin spontan bleiben. Das heißt, wenn ich vor meinem Bücherregal stehe, möchte ich einfach kurzfristig entscheiden können, auf was ich Lust habe. Deswegen wird es in Zukunft wohl auch keine Leselisten mehr von mir geben. Ich werde hin und wieder dann einfach mal vorstellen, was ich so in letzter Zeit gelesen habe und euch dann meine Neuzugänge zeigen. Da wird es demnächst auch bald wieder ein Video geben. Ich glaube, so fahre ich am besten. Ich möchte auch keine leeren Versprechungen machen. Ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich nicht nach Liste lesen kann und es auch einfach nicht möchte. Ich finde es bei anderen immer wahnsinnig spannend, aber für mich funktioniert es leider nicht. Ja, ich fange erstmal mit den Büchern an, die ich eben schon vorgestellt habe. Und zwar habe ich einmal von Petra Hammesfahr Die Sünderin im Metz gelesen. Wie gesagt, ich habe dann auch zeitgleich ungefähr die Serie dazu geschaut und habe da so einen Vergleich gemacht. Also wie mir das Buch gefallen hat, wie mir die Serie gefallen hat. Und ich glaube, ich kann so viel vorweg sagen, dass ich das Buch klasse fand. Ich fand es super spannend, habe es innerhalb kürzester Zeit fertig gelesen. Ich konnte gar nicht mehr aufhören. Und die Serie fand ich dafür miserabel. Und beziehungsweise miserabel ist halt vielleicht echt schon ein bisschen zu krass ausgedrückt. Aber sie hat mir einfach wirklich nicht gut gefallen, so im Buch-Serien-Vergleich. Und ja, ich habe unter dem Video auch schon 1, 2 Kommentare, glaube ich, erhalten, in denen es eben hieß, dass sie überhaupt nicht nachvollziehen können, warum ich die Serie nicht gut fand. Das heißt, schaut die ruhig an, vielleicht seid ihr davon auch begeistert. Für mich persönlich war es halt leider wirklich nichts. Wobei ich ja auch sagen muss, vielleicht hätte ich sie gut gefunden, hätte ich vorab nicht das Buch gelesen, aber so im direkten Vergleich, da würde ich euch auf jeden Fall immer das Buch empfehlen. Ja, dann habe ich ja auch erst vor kurzem eine Reihenrezension abgedreht und zwar zu der Romance Elements Reihe von Brittany C. Cherry. Da habe ich Wie die Luft zum Atmen, Wie das Feuer zwischen uns und Wie die Stille unter Wasser vorgestellt. Der 4. Band kommt ja im Juli, also Ende Juli. Den werde ich auf jeden Fall auch noch lesen. Und im Monat März habe ich eben Band 2 und Band 3 gelesen. Ich habe in der Reihenvorstellung auch schon erwähnt, dass mir Band 3 am besten gefallen hat. Das Buch war wirklich sehr toll. Also ich würde es vielleicht sogar in naher Zukunft nochmal lesen. So gut hat es mir gefallen. Es waren ganz viele tolle Stellen dabei, die wirklich dazu geführt haben, dass man über bestimmte Dinge im Leben nachdenkt. Und das gefällt mir halt immer total gut. Ich mag es, wenn so eine Message in dem Buch drin ist, beziehungsweise Denkanstöße gegeben werden, und das war da auf jeden Fall drin. Bei dem Buch dafür umso weniger, am wenigsten eigentlich von allen 3 Teilen. Der erste Band hat mir auch gut gefallen,
Hier der zweite eher nicht so, wobei er auch nicht schlecht war. Lesen kann man es auf jeden Fall. Und ich finde generell, dass es eine sehr tolle New Adult-Reihe ist. Also die kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ich bin mir auch schon sicher, dass mir der vierte Band gefallen wird. Und das liegt einfach an ihrem Schreibstil. Brittany C. Cherry hat wirklich einen sehr schönen Schreibstil, der einen ja wirklich direkt trifft. Ich meine, ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass es großartig kitschig ist. Vielleicht stellenweise schon. Das ist wohl Geschmackssache, aber da habe ich schon Schlimmeres gelesen, sage ich mal. Zumal ich ja auch nicht wirklich der Kitsch-Romanleser bin. Aber bei den Büchern hat es mir wirklich gut gefallen. Tolle Storys und dann halt auch immer so ein bisschen tiefgründiger, weil man halt auch mehr darüber nachdenkt. Richtig gute Reihe. Ja, und jetzt zu den zwei Büchern, zu denen ich ein bisschen mehr sagen möchte, weil ich die noch nicht vorgestellt habe. Eines davon befand sich auch auf meiner Leseliste und zwar ist es Die Vegetarierin von Han Kang. Das Buch, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe ja gerade erwähnt, dass es mir schon wichtig ist, dass ich in dem Buch so eine gewisse Message für mich rausziehen kann. Das konnte ich bei dem Buch nicht. Ich kann wirklich nicht sagen, was die Autorin damit sagen möchte. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir vielleicht demnächst mal ein paar Interpretationen dazu durchlese. Vielleicht gibt es auch so ein paar neue Denkanstöße und ja, zeigt mir, wie genau man das lesen kann. Und trotzdem muss ich sagen, dass es mir wahnsinnig gut gefallen hat. Ich möchte von ihr auf jeden Fall auch noch Menschenwerk lesen. Der Erzählstil war einfach so ja, eigenartig, wie gesagt verstörend, aber dann schon fast kunstvoll. Also ich würde wirklich sagen, dass das Buch in gewisser Weise Kunst ist. Aber auf eine ganz komische Art und Weise. Und das hat in mir auch so Gefühle ausgelöst, die ich eigentlich nicht kenne vom Lesen. Also eher sowas wie negative Gefühle überwiegend, muss ich sagen. Eher sowas wie Scham, Angst, Ekel. Das war das, was ich beim Lesen des Buchs empfunden habe. Und das hat es aber auch auf so ganz komische und eigensinnige Art und Weise geschafft. Ja, also ich kenne nichts Vergleichbares. Ich habe noch nie was Vergleichbares gelesen, dass ich jetzt irgendwie sagen könnte, ach ja, das erinnert mich an das oder an jenes. Überhaupt nicht. Also, und gerade deshalb, weil es so einzigartig ist, interessiert mich, wie das dann bei Menschenwerk ist, ob es mir da ähnlich geht. Ich bin von der Autorin auf jeden Fall total begeistert. Ach ja, hinten steht übrigens auch, weil ich es gerade sehe, ein seltsam verstörendes, hypnotisierendes Buch. Und das trifft es wirklich sehr genau. Also es ist wirklich schon fast hypnotisierend. Ich habe das Buch innerhalb eines Tages durchgelesen. Gut, zugegeben, es hat auch nicht viele Seiten, aber ich bin eigentlich kein Mensch, der am Tag 200 Seiten liest. Also das schaffe ich in der Regel nicht, außer ich habe wirklich sehr viel Zeit und es ist nicht so warmes Wetter wie momentan. Dann kann ich mich da schon mal zu Hause so verbarrikadieren und lese dann auch eine Zeit. Aber das passiert mir eigentlich nicht so. Aber bei dem Buch, da war das so, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Ich dachte, okay, wo geht die Geschichte hin? Was will die Autorin uns sagen? Das war einfach so spannend und so mitreißend. Also eigentlich auch gar nicht so auf typische Art und Weise spannend. Aber trotzdem wollte man wissen, wie es weitergeht und ob da vielleicht noch irgend so eine Message an den Leser kommt. Ja, aber also wie gesagt, eine Message habe ich da jetzt nicht wirklich rausziehen können. Aber es war so wirklich was Kunstvolles. Also eine kunstvolle Art zu schreiben, die, glaube ich, so niemand imitieren kann. Wirklich einzigartig und ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen, weil es schon, finde ich, horizonterweiternd ist. Es ist was ganz anderes. Wirklich klasse. Ja, und jetzt zu meinem letzten Buch. Da habe ich auch noch das Lesezeichen drin. Ich habe es aber schon beendet. Von John Gray. Das habe ich jetzt noch nie in die Kamera gehalten. So bekommst du, was du willst und willst, was du hast. Ich lese ja immer sehr gerne, ja, so Lebensratgeber, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, kann man das dazu zählen? Ich würde schon mal sagen, hier unten steht ja auch der praktische Wegweiser zu persönlichem Erfolg. Also es ist wirklich, ja, was einem Leben eben weiterbringen soll. So ein paar Anstöße, wie man denken kann, wie man vielleicht auch besser seine Ziele erreichen kann. Das interessiert mich immer. Und ich muss auch sagen, dass ich dieses Buch sehr klasse fand. Also einiges davon, weil ich eben schon so viel auch in dem Bereich gelesen habe, wusste ich schon oder ich habe davon halt schon gehört.
Aber trotzdem war es toll, das Ganze mal wieder so kompakt vor Augen geführt zu bekommen. Es sind auch ganz viele praktische Tipps drin, die man durchführen kann, auch so im Bereich der Meditation. Also wirklich gut. Und ich finde es schon hilfreich, wenn man diese Denkanstöße nochmal so vor sich hat und dann auch nochmal drüber nachdenkt, weil oft ist es halt einfach so, klar, man hat das dann so im Kopf, wie man leben sollte, wie man Dinge vielleicht anpacken sollte, damit es gelingt. Aber im Alltag vergisst man das Ganze dann auch oft wieder. Also zumindest ist es bei mir so, ja, ich vergesse das dann oder verdränge es, obwohl ich eigentlich weiß, wie man es richtig machen sollte. Und das hat schon wieder dazu geführt, dass ich da über einige Dinge nochmal nachgedacht habe und mir das so wieder vor Augen führen konnte. Die Kapitel, die mir am besten gefallen haben, waren eigentlich vor allem die Kapitel zum Thema unterschiedliche Formen der Liebe. Also er teilt da schon relativ konkret das Ganze, ich glaube, in 10 verschiedene Formen der Liebe ein. Also dazu zählt zum Beispiel Selbstliebe, Liebe zu Gott. Also er sagt Gott, aber er betont da auch im Buch, dass es nicht unbedingt Gott sein muss, sondern einfach eine höhere Macht oder ein höheres Wesen. Es kommt auch immer darauf an, an was man glaubt, ne? Dann aber auch die Liebe zu Freunden oder zu Gleichaltrigen, die Liebe zur Familie und also ich bekomme das jetzt nicht mehr alles hin, ne, die 10 verschiedenen Formen. Und er betont da auch, dass es in jedem Lebensabschnitt halt eine andere Form der Liebe ist, die von großer Bedeutung ist. Und ich glaube halt ganz am Ende, zum Beispiel kurz vorm Sterben, ist die Liebe zu Gott oder eben zu diesem höheren Wesen wieder sehr präsent. Und das hat er dann auch in so einer Tabelle ganz schön dargestellt. Und er ist dann auch darauf eingegangen, dass der Mensch aber wirklich im Leben alle verschiedenen Formen der Liebe braucht. Und das finde ich halt auch ganz wichtig, weil man sich, glaube ich, oft auf einen Bereich fokussiert und den Rest dann nicht mehr ganz beachtet. Aber gerade das führt dann auch zu sehr vielen, ja, negativen Emotionen, weil man sich eben nur auf diesen einen Bereich im Leben fokussiert und wenn da dann was nicht funktioniert, hast du sozusagen keinen Ausgleich. Und deswegen ist es immer wichtig, alle Bereiche relativ gut im Gleichgewicht zu halten. Das ist auch eine Sache, die man, finde ich, im Alltag relativ schnell vergisst. Was ich auch eine ganz wichtige Message fand, war, dass man immer bei sich bleiben sollte. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was uns das Leben schwer macht, weil man oft viel zu stark in den Köpfen anderer Menschen ist. Man überlegt sich, warum geht es der Person so? Was denkt sie gerade? Und da kann man sich dann schon auch ziemlich verrückt machen. Also am wichtigsten ist, glaube ich, echt, dass man immer bei sich bleibt und schaut, wie man sich wohlfühlt und dann kommt der Rest auch von allein. Das fand ich halt auch total wichtig, dass das in dem Buch auch nochmal gut hervorgehoben wird. Was auch sehr gut dargestellt war, war auch, dass man seine Wünsche wirklich konkret formulieren sollte und denen dann auch nachgehen sollte, ne? Dass man fokussiert bei der Sache bleibt. Er geht da auch sehr stark eben auf das Thema Meditation ein. Finde ich auch ein wahnsinnig spannendes Feld. Kann man auch wirklich viel davon lernen. Zumal ich das bei ihm auch wirklich sehr authentisch finde. Er war ja auch eine Zeit lang als Mönch, glaube ich, irgendwo. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Stuss, aber sollte es so gewesen sein. Auf jeden Fall war er einige Zeit lang weg. Also ich glaube sogar über mehrere Jahre. Und er hat dann halt auch so ein bisschen seinen Weg beschrieben. Am Anfang fiel ihm das überhaupt nicht leicht. Und es hat sehr lange gedauert, bis er zu sich selber gefunden hat. Und ja, Menschen, die so weit sind, fand ich schon immer total inspirierend. Ich nehme die Tipps von diesen Menschen immer sehr schnell an, weil ich das Gefühl habe, die wissen, wovon sie sprechen. Man merkt das irgendwie beim Schreiben dann schon, dass die Person weiß, was sie sagt. Und ja, ich kann das jedem empfehlen, der sich für sowas interessiert, der ja, sich überlegt, wie kann ich meine Wünsche, meine Ziele perfekt umsetzen? Wie kann ich mir das Leben auch selber leichter machen? Ich glaube, das ist halt einfach so ein Punkt, dass man sich oft das Leben schwerer macht, als es eigentlich ist. Und das hat viel auch mit der Gesellschaft zu tun oder halt einfach mit den zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man zu stark in den Köpfen anderer Menschen ist. Also das ist, glaube ich, tatsächlich das Hauptproblem. Ja, also wirklich ein Buch, was ich uneingeschränkt empfehlen kann. Denn meiner Meinung nach sind solche Bücher halt wirklich auch für jedermann geeignet. Man kann immer was daraus ziehen für sich selbst. Deswegen klare Empfehlung. Ja, und das waren auch schon die Bücher, die ich im Monat März gelesen habe. Wie gesagt, nicht wirklich das abgedeckt, was ich wollte. Das macht aber auch überhaupt nichts. Da mache ich mir keinen Stress. Ich lese so, wie ich lesen möchte. Und
ja, in nächster Zeit erhaltet ihr dann auf jeden Fall wieder ein Video zu einem kleinen Haul von mir. Ich habe wieder ein paar Bücher geshoppt bei Rebuy. Die habe ich aber auch schon ausgepackt. Das heißt, ein Unpacking wird es in dem Sinne nicht geben, aber ich stelle sie euch trotzdem vor. Und dann werde ich einfach so, wie es mir halt eben gerade passt, Videos hochladen, in denen ich euch darüber erzähle, was ich so gelesen habe. Ja, wenn ihr eines dieser Bücher schon gelesen habt, interessiert mich wie immer eure Meinung. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.